Happy New Year, kann ich da nur sagen. Wir haben heute den 1. Januar 2015. Wieder ist ein Jahr um. Erstaunlich. Ja, wir befinden uns hier in Ratingen. Wie ihr seht, überall enorm starke Baumschäden dank dem Sturm Ela. Der Wald hatte sich von Kyrill noch nicht ganz erholt und da kam dann Ela und hat dann wieder alles zunichte gemacht. Überall liegen große Holzpolder mit Schnittgut, was hier aus dem Wald geholt wurde, natürlich vor seiner Zeit. Ich wollte eigentlich den Wald ein bisschen genießen, nur viel Wald ist hier nicht mehr. Hier ist eher nur noch Gestrüpp und Buschlandschaft. Die letzten großen Bäume stehen hier hinter mir. Da gucke ich gerade drauf. Und da unten, ja, da steht nicht mehr viel. Und die wollte ich jetzt mal ausprobieren. So, los geht's. Hier habe ich ein bisschen Birke. Ich hoffe, dass ich damit, ich habe eben, wie ihr gesehen habt, schon ein bisschen versucht, den Zunder zu sammeln, ne, aus trockenen Gräsern, die ja am Rand wuchsen. So, jetzt versuche ich ja über den Dings das ein bisschen anzuzünden da unten drin. Hervorragend, brennt schon. So, ich hatte eben bei einer abgebrochenen Buche hatte ich mir ein wenig trockenes Holz besorgt. Und das werde ich jetzt hier mal reinmachen, damit mein Feuerchen anbleibt und ich mir einen leckeren Kakao machen kann.
Könnte sagen, der Holzvergaser brennt. So, ich habe immer in meiner Flasche Kochwasser. Ich kann aber schon mal mein Instant. Selber abgepackt. So, ganz wichtig ist, Müll kommt nicht in die Umwelt, sondern wandert immer bei mir erstmal in den Rucksack und zu Hause kommt der Müll dann in die Tonne. Gucken, ob es besser ist. Oh, super. So stelle ich mir ein Outdoor-Kakao vor. So muss ein Outdoor-Kakao schmecken. Ganz heiß werde ich mir den nicht machen. Ich werde nicht kochen machen, weil ich will ganz sicher gehen, dass mein Kochwasser in Ordnung ist. Sonst hätte ich auch erst abkochen müssen und dann nach dem Kochen einrühren. Da brauche ich nicht drauf zu achten, weil ich ja weiß, das Wasser habe ich mir heute Morgen abgefüllt. Oh ja, heiß genug, super gut. Kann ich schon runternehmen. Aus wie Kakao, ist Kakao. Bin ja kein Kaffeetrinker. So. Ja, Prost. So, kleines Resümee. Boah, der Wandertag war super. Der Outdoor-Kakao funktioniert top. Mit Vorbereitung kriege ich Feuer an. Ja, sind so ein paar Dinge, die ich heute wieder gelernt habe, die man nie vergessen sollte. So, wünsche euch viel Spaß. Video geht noch ein bisschen weiter, aber wie ihr seht, es geht schon wieder das Licht weg und dann wissen wir ja schon, da macht die Kamera nicht mehr mit. So, wünsche euch viel Spaß. Hör mal Leute, geht auch mal raus. Guckt euch das draußen an, sieht toll aus.
So, jetzt YouTube aus und raus. Ciao.